meine Lieben, ich habe von meinen Jungs diese Masse bekommen. Die entstand durch Vermixen von dem ganzen Donut. So, und dann mixen wir mal. Dann haben die gesagt, Mama, bevor wir es wegschmeißen, kannst du mal irgendwas damit backen? Und jetzt habe ich hin und her überlegt und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt einfach mal Plätzchen daraus. Ich weiß nicht, ob das was wird, weil das natürlich alles so ein bisschen klebrig ist. Ich habe jetzt hier ein bisschen Mehl dazu geholt und ich versuche das jetzt so ein bisschen was herzuzaubern damit. Ob das klappt, weiß ich nicht. Der Teig riecht richtig nach Donuts. Ich meine, das sind ja auch die zermixten Donuts. Man sieht sogar noch so Schokoladenstückchen und sogar ein Gummibär ist da drin. So, ich versuche das jetzt. Ich weiß nicht, ob das geht. Okay. Und Mixer start! Wir hatten ganz viel Spaß dabei. So, ich mache jetzt einfach mal so ein... Einmal so. Mal schauen, was es wird. Und vor allem, wie das dann ja schmeckt, ist auch noch eine andere Sache. Das ist ein Gummibär, den nehme ich, den lasse ich drin. Den backe ich so mit aus. Hier ist noch irgendwas Komisches drin, was auch immer das sein sollte. Das sind echt riesige Plätzchen jetzt hier. Donutsplätzchen. Wow, jetzt habe ich schon ganze 6 drauf. Ich mache das noch einmal ganz kurz so ein bisschen zusammen zu einer Masse hier. Und dann kann ich sie nochmal einmal auskleben. So sehen die jetzt aus. Jetzt packe ich sie hier rein. Das sind ja so 180 Grad. Und dann erstmal 15 Minuten. Mal gucken, was daraus wird. Ich nehme die jetzt mal raus und dann will ich ja mal ganz kurz die Jungs rufen, dass sie mal probieren. Denn die sehen natürlich nicht aus wie Donuts, das ist ja logisch. Aber die riechen total gut. Kann ich euch das mal zeigen. So sehen die jetzt aus, also einfach als Plätzchen. Ich weiß nicht, ob man die überhaupt... Doch, man kann sie anheben. Ich war mir nicht sicher, weil hier nehme ich schon mal was total zerlaufen ist und da auch ein bisschen Fett rausgelaufen ist. Ja, ich rufe jetzt mal die Jungs. Probierstunde, kommt ihr? Ja. Das ist ja der Teig, den ihr mir gegeben habt. Ach so, das sollte ich ja. Ja, schmeckt das Hallo? Überhaupt? Das weiß ich nicht. Das ist noch ein bisschen heiß hier. Ja. Also, ich sollte ja was daraus machen. Ja. Ich habe gedacht, so ein paar Plätzchen. Vielleicht wird das so. Ist es vielleicht sowas geworden? Also, nehmt euch mal jeweils eine Gabel. Hast du eben rausgeholt, ne? Oder? Ich hab's gerade eben rausgeholt. Es ist ja noch ein bisschen heiß. Ich weiß nicht, ob das schmeckt oder nicht. Also, probiert einfach. Ich bin gespannt, ob das schmeckt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls. Guck mal, ich mache es auch an. Schmeckt man da was? Oder sind die gar nicht richtig durch? Weiß nicht, ich denke, das kann man essen. Schmecken die nach Donut? Oder? Ja. Ja, die schmecken Donut-Teig. Ja, aber auf jeden essen. Fall haben wir das gut genutzt, finde ich. Das war jetzt unser Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.